Hallo Leute, herzlich willkommen auf den Astronaut Gaming. Und heute spielen wir wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Euro Truck Simulator 2. Und heute bringen wir von Kassel nach Köln gebrauchte Autobatterien. In 17 Tonner fahren wir diesmal. Und ich würde sagen, wir stellen auch das Navi hier ein, um uns auf die Fahrt vorzubereiten, beziehungsweise dahin zu fahren. Ihr könnt mir gerne mal in den Kommentaren schreiben, wie findet ihr LKW-Jobs, LKW-Jobs, als LKW-Fahrer, vielleicht seid ihr ja auch LKW-Fahrer. Also ich muss wirklich sagen, LKW-Fahrer zu Lass uns sein ist loslegen. anstrengend, aber macht schon relativ Bock, muss man sagen. So, sie haben momentan keinen Auftrag. Nächste Pause in 4 Stunden. Okay. Gut, wir fahren jetzt einfach mal. Ich habe übrigens ein neues LKW. Ich weiß gar nicht, kennt ihr den schon? Ich weiß nicht, ob ich eine Folge mit dem schon gemacht habe. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier einen MAN. Den genaueren Namen weiß ich tatsächlich gerade gar nicht. So. Müsste ich tatsächlich mal gucken. So. Ich tue natürlich fleißig auch immer offscreen dieses Spiel spielen. Ja. So. Habe ich auch ein bisschen gemacht. Ihr seht ja, ich habe 7,8 Millionen Euronis. Die lassen sich auf jeden Fall schmecken. So. Zack. Ich habe übrigens jetzt auch wieder dieses System mit dem Schlafen reingemacht, weil ich finde, das ist auf jeden Fall realistischer, irgendwie. So Pausen und sowas zu machen. Weswegen ich das halt einfach eingestellt habe, finde ich meiner Meinung nach eigentlich ganz geil. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, mache ich doch mal die Sache da rein. So, wir müssen jetzt hier erstmal auf dem Hof fahren. Da steht unser LKW. Also unser LKW-Anhänger. Unser LKW steht da nicht. So. Fahren wir jetzt mal hier hin. Zack. Zack. So. Also wenn man LKW-Fahrer ist, hat man auf jeden Fall Zeit für sich. Wir fahren los. Das steht fest. Nee. So, jetzt können wir mal kurz gucken auf F6. Nächste Pause. Bracht gebrauchte Autobatterien. Zielort ist Köln. Erwartet um 1 Uhr. Bis 5.49 Uhr. Okay, Auftragsvergütung. Mhm. Nächste Pause soll ich anscheinend in 4 Stunden machen. Aber ich glaube, das muss tatsächlich ein bisschen früher gemacht werden. Mal sehen. So. Ich weiß gar nicht, ob dieser MAN hier mehr Leistung hat als der andere. Oh, bitte ich gegenfahre. Danke. Das ist die Frage, ne? So. Wie immer, ich habe natürlich realistische Dinge hier drin. Bitte fahr nicht in mir rein. Natürlich macht er das. Rechts halten und dann rechts. Na, ich kann hier fahren. Ist nicht so leicht. Wir fahren über Rot, weil wir haben die Genehmigung dafür. So. Oder Schwertransport ist auch eigentlich eine nice Sache. Ich habe sogar das DLC hier im ETS 2 Simulator. So dieses mit dem Polizei und sowas, dass die dann alles absperren, wenn du Schwertransport hast. Eben. So, wirklich habe ich das aber auch noch nie gespielt, ne? Könnte ich auch mal machen. Vielleicht wäre es auch mal eine nice Sache. Aber mal sehen. Warum darf man hier nur 50 fahren? Ach, wegen der Kurve hier. Deswegen. Na, jetzt darf ich 60. Als LKW-Fahrer darf ich hier nur 60. Normale Autofahrer dürfen jetzt hier 70 fahren. Darf man eigentlich hier einen LKW überholen? Ich denke mal schon, oder? Ich glaube, das funktioniert gar nicht, weil du dann durch den Berg, also hier, du, ich fahre ja gerade jetzt hier bergauf und ich glaube irgendwie, also ich habe mal so LKW-Fahrer, ich gucke mir regelmäßig auch Videos dazu an und da habe ich auch gesehen, dass die nicht schnell den Berg hochkommen, also so wie ich jetzt, also ich komme jetzt hier irgendwie hoch, warum auch immer, aber ihr seht, ich bleibe jetzt, also ich beschleunige nicht schnell, ich bin jetzt hier bei 90, ich bleibe jetzt gerade bei 90 stecken, ah jetzt geht er hoch. Und hier darf man auch keine LKWs überholen. Ist auch interessant. Ich darf eigentlich nur 60, fahre aber 90. Okay.
kann man doch mal machen, oder? Also, man muss schon wirklich, also anstrengend ist es schon, LKW-Fahrer zu sein eigentlich, ne? Du musst ja wirklich immer pünktlich sein und wenn du mal nicht pünktlich bist, beschweren sich die Leute, die dann halt bei dir dann... Ja gut, die Aufträge bist du ja nicht schuld, du bist praktisch immer nur der, der den Auftrag dann übernimmt praktisch und dann hinfährt, ne? Weil normalerweise macht die Firma, also die Leute im Büro tun ja die Angebote annehmen, wenn da ein Angebot reinkommt und dann tun die LKW-Fahrer sind praktisch die Mitarbeiter, die dann praktisch das zu den jeweiligen Leuten hinbringen, die dann da angefragt haben. Ja, ist, also LKW-Fahrer zu sein ist anstrengend auf jeden Fall. Ob du jetzt viel Geld kriegst, liegt halt immer daran, wo du arbeitest, in welcher Firma du arbeitest, weil es gibt natürlich auch Firmen, wo du mindestens 3.000 im Monat kriegen könntest. Aber es gibt auch diverse andere Firmen, wo du halt eben nicht das Geld kriegst, weil es eben eine Firma ist, die jetzt entweder nicht so viel Geld zur Verfügung hat oder du einfach... Also du besprichst ja auch meistens immer deinen Lohn. Wenn es dich schon vorher gegeben ist. Mein Motor ist aus. Okay. Jetzt muss ich bremsen, weil ich im 10. Gang bin und das hier ein Automatik-Dingens ist. So. Aber seht ihr, jetzt beschleunigt der relativ schneller. Also schon schneller, ne? Und ohne jetzt Gewicht beschleunigt der noch schneller, ne? Ich habe jetzt 11 Tonnen, glaube ich, ne? 11 Tonner ist schon ein bisschen Gewicht. Aber ich glaube, dieses Spiel hier, also ETS 2, ist auch, glaube ich, das beste Euro Truck Simulator, also das beste der beste LKW-Simulator, den es überhaupt gibt. Ich glaube, es gibt keinen anderen LKW-Simulator. Doch, es gibt einen. Das ist dieser America Truck Simulator, glaube ich, oder wie immer das Spiel heißt. Das ist auch so ähnlich und eventuell auch sogar vielleicht für manche auch besser. Aber ich muss sagen, das Spiel, also ETS 2, ist schon geil. Also, wenn du wirklich so LKW-Fahrer werden willst und sowas, kannst du hier einfach üben. Na? Gut, man sollte jetzt nicht unbedingt 110 in der 60er-Zone fahren, so wie ich. Und über rote Ampeln fahren, aber das merkt eh keiner. Und wenn, ach, dann kann ich ja den Job auch nicht mehr weitermachen. Nee, aber jetzt mal ehrlich. Also, wenn man sich dafür interessiert, ist dieses Spiel auf jeden Fall geil. Du kannst ja auch noch Mods und sowas installieren. Das ist ja auch noch eine geile Sache. Ne? Du hast ja hier Mods. Du kannst hier realistische Firmen reinmachen, was normalerweise so nicht gibt. Und ja, also im Prinzip ist es eigentlich eine nice Sache. Muss man mal wirklich so sagen. Auf jeden Fall ein nices Spiel auch, ne? Muss man einfach mal sagen. Ich finde auch, das ist wirklich eine geile Simulation. Und ich glaube, die haben auch ganz viel Geld damit verdient. So. Aber man muss ehrlich sagen, das Spiel ist auf jeden Fall eine geile Simulation. Also es gibt sehr wenige Spiele eigentlich, die so richtig geil sind. Und ja, ich darf über Rot fahren. Also es gibt wirklich ein paar Spiele, die sind halt einfach Müll. Ja, jetzt muss ich stehen bleiben, weil der stehen bleibt. Und ja, kommt da auch von mir? DSV habe ich auch. Ich habe DFDS. Sieht aber relativ gleich aus. Ach, keine Ahnung. Will er auch hier rechts oder was? Nee. Der will geradeaus. Hätte er auch einfach nach rechts gehen. Links fahren können. So. Weil ich liebe ja auf Autobahnen und sowas. Also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich wären LKW-Fahrer-Dings schon geil. Oder halt beim Militär irgendwie was. Du kannst ja auch im Militär-Lagerlogistik arbeiten. Ich weiß gar nicht, ob die auch da ausbilden direkt oder nur ausbilden im Zivil. Weil es gibt ja auch Zivilbereiche im Militär und das sind meistens auch die Bereiche, wo du dann zivil bist. Also du hast keine Militäruniform, sondern halt zivil bist du praktisch. Ne? Und wenn du jetzt also es gibt auch Bereich, habe ich schon gegoogelt, Lagerlogistik, was jetzt direkt zum Militär gehört. Was heißt, dass du da so Sachen in Flugzeug reinpackst oder sowas.
Und das ist dann richtig auch Militär. Das heißt, du hast auch so eine Uniform. Also, ne? So eine Militäruniform. Und die hast du, wenn du zivil dort arbeitest, nicht. Bitte links. Wenn du die Ausbildung und sowas machst, glaube ich. Jetzt hier mal links. Habe ich auf jeden Fall mal gesehen. Also, ja. Also, ich will ja irgendwas mit Informatik machen. Das steht fest. Und wenn es nichts mit Informatik wird, dann auf jeden Fall Straßenbau, weil da habe ich auch Praktikum gemacht und ich finde es eigentlich ganz geil, ne? Also ich will dann Straßenwärter werden, ne? So mache ich dann Ausbildung davon. Allerdings dann bei der Autobahnmeisterei, weil ich habe keinen Bock auf, also nicht so richtig Bock auf Straßenbau, sondern tatsächlich dann auf Autobahnmeisterei. Das finde ich ganz geil, ja. Das werde ich dann auch tun. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Also Autobahnmeisterei. Ja, das finde ich auf jeden Fall ein geiler Job. Straßenbau ist natürlich dasselbe, ne? Ich bin dann auch praktisch, also ich könnte dann auch beim Straßenbau arbeiten, weil ich ja Straßenwärter bin und du wirst auch beim Straßenbau Straßenwärter. Von daher musst du nicht unbedingt jetzt zum Straßenbau denkst. Ich habe tatsächlich ein Angebot gekriegt beim Praktikum, ne? Wo ich mein Praktikum gemacht habe, habe ich dort ein Angebot gekriegt, dass ich da meine Ausbildung machen kann. Und ich sag mal so, wenn ich wirklich nichts finde, dann mache ich meine Ausbildung auf jeden Fall dort. Ja. Also wenn ich wirklich nichts finde und sowas, mache ich da meine Ausbildung. Ja. Aber ich denke mal, dass ich bei der, also bei Informatik, weiß ich ja nicht, weil du brauchst da einen guten Abschluss. Und ich bin jetzt in nicht so einer guten Schule, sage ich mal. Aber wenn es mit Informatik nicht wird, werde ich auf jeden Fall Straßenwärter, also bei der Autobahnmeisterei, die Ausbildung machen. Wenn es da aus unklärlichen Gründen auch nicht funktioniert, aber meine Mama, die hat da schon mal nachgefragt und die haben gesagt, ist relativ wahrscheinlich, dass du da angenommen wirst, weil die eben keine Leute haben. Das heißt, keiner will in Isselburg zu dieser Autobahnmeisterei. Das heißt, könnte sein, dass ich dann da eher angenommen werde, als jetzt irgendwo anders. Ja. Na, also jetzt beispielsweise bei Informatiker. Aber ich bewerbe mich natürlich als allererstes bei zwei Fachinformatiker-Dingern, wo du auch nicht diesen Abschluss brauchst unbedingt. Ne? Also wo du auch diesen Abschluss haben kannst, den ich habe dann. Ne? Und ja, also den Abschluss, den ich dann kriege, dort kann ich dann auch arbeiten. Und da bewerbe ich mich natürlich bei beiden. Und wenn das nicht funktioniert, dann gehe ich halt auf Autobahnmeisterei zurück. Und wenn es dort aus so gleichen Gründen nicht funktioniert, dann kann ich mir nicht vorstellen, weil Straßenwärter ist ja genau dasselbe bei der Autobahnmeisterei. Und wenn das da nicht funktioniert, gehe ich halt einfach dahin, wo ich das Angebot gekriegt habe. Und ja, wenn es da nicht funktioniert, dann keine Ahnung. Da muss ich selber erstmal drücken. Aber das vermutlich wird das nicht passieren. Und dann rechts abbiegen. Ja. So, sind wir ja schon wieder da. Ihr habt viel zu viel gelabert. So. Ach so, und wenn es mit Straßenwärter nichts wird, dann werde ich LKW-Fahrer. Dann mache ich halt einfach da eine Ausbildung. Biege nach links ab. Dann werde ich LKW-Fahrer. Ich mache da eine Ausbildung, weil dann verdiene ich auch auf jeden Fall nochmal mehr Geld, wenn ich da dazu ausgebildet bin. Und ja. Ich sag mal so, wenn das Geld dann stimmt, dann wird es auf jeden Fall auch mein längster Job, weil ich will nicht unbedingt nochmal den Job wechseln, tatsächlich. Genau. So. Bestätigen. Wir haben es erfolgreich geschafft. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne Liken, Abo und Kommentar da. Schaut außerdem auf meinen Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst habt. Und Traumhaften Tag. Hallo, euer Sando. Ciao, ciao.